Das Nachgeben ist ein ganz wichtiger Punkt im Leben. Denn wenn man nicht nachgibt und sagt, ich habe Recht, dann hat man automatisch das Glauben an Beafta, et Hashem Elokecha Bechol Levavecha verloren. Denn wenn Kadosh Baruch Hu dir diese Nisayon, diese Prüfung geschickt hat, dass du in Recht bist, aber trotzdem niemand deine Seite nimmt, dann ist es für dich eine Prüfung, nachzugeben. Und da wird die Mitzvah gemacht, dass du deinen Stolz brichst, bearbeitest und zum Nächsten gehst. Ich will nicht streiten, komm, lass uns wieder Freunde sein. Bologna Kacha, es passt nicht zu uns. Das sind wir nicht. Das sind wir nicht. Am Israel Rachmanim Le Rachmanim. Und glaubt mir, nur derjenige, der nachgibt, verdient daraus. Derjenige, der auf seinen Stolz steht, innen und außen zeigt, dass er ein großer Tzaddik ist oder eine Tzaddika ist. Er sieht alles. Er sieht alles und dann weiß man laut Resultat, wie wirklich du bist. Wie viele Urteile, wie viele Dimin wir von uns nehmen, wenn wir einmal nachgeben? Weil nur einer weiß, wie schwer es ist, nachzugeben. Kadosh Baruch Hu, der allmächtige Gott, der uns diese Prüfung geschickt hat, er weiß genau die Schwierigkeit von dem Menschen, wenn er nachgibt, was es für ihn ist. Und dementsprechend gibt er ihm auch die Belohnung. In dem Fall Ben Zachar, Bat, Briut, Refuah Shlema, egal was. Es geht darum, wenn du nachgibst. Wenn du nachgibst, hast du nur gute Wege vor dir. Und vor allem in einer Ehe, vor allem mit den Familienangehörigen, mit den Freunden, mit dem Nächsten, nachgeben. Glaubt mir, Leute, wir verdienen nur davon. Zweieinhalb Wochen haben wir Chodesh Elul, wir beginnen Slichot. Jeder soll bei sich etwas aufräumen im Herzen und nachdenken, wo kann ich mich verbessern, was kann ich besser machen, wo bin ich schwach, wo kann ich was besser machen. Okay, ich bin etwas zornig, ich muss nachgeben, ich muss lernen, nachzugeben, ich muss lernen, mehr zu lieben. Ich muss lernen, den Besten in den Nächsten mit guten Augen zu schauen. Egal wie er ausschaut, egal wie sie ausschaut, ob sie schief ist oder fett oder dünn oder dick oder groß oder klein, ist vollkommen egal. Sie ist meine Schwester, sie ist Kadosh Baruch Hu Tochter, fertig. Ich bin auch die Tochter von ihm. Wir können niemanden verurteilen, nur uns selber.